Aber das ist 9, oder? Na klar, fährt er das nochmal. Die Tage werden immer kürzer und damit werden leider die Videos auch immer kürzer. Aber ich habe die Chance ergriffen, habe mir das Bike geschnappt, mir eine Jumpline rausgesucht und im Herbst angefangen, das Springen zu üben. Willkommen zum neuen Video. Wie stark dieser hintere Reifen gerade komprimiert wird, zeigt mal, was für Kräfte da eigentlich wirken. Also, ich fahre definitiv keinen Schlauch mehr. Tubeless forever. Ihr habt mir ja schon das Feedback gegeben, aktiver abzuspringen. Und das habe ich an dieser Stelle geübt ohne Ende. Ich glaube, so 20 Mal habe ich es gemacht. Stop recording. By the way, die Sprachsteuerung der DJI funktioniert echt Grütze. Ich bin da noch relativ passiv geblieben und hab dann immer weiter hochgeschoben, aber mit Sprung für Sprung wurde es dann immer besser und besser und ich bin dann irgendwann auch mal in die Landung reingekommen. Autsch, das tut ja schon beim Zugucken weh. Naja, ich habe aber auch gleich gemerkt, dass das echt nicht gut war und habe meinen Fehler sofort erkannt. Das Vorderrad kam viel zu weit runter, also das war echt nicht schön. Hier war es allerdings dann schon fast gut. Es hat sich echt gut angefühlt. Ich habe mir dann die Stelle der Landung markiert, aber das hat mir eigentlich gar nichts gebracht, deshalb hätte ich es auch gleich sein lassen. Ja, aber nach vielen Wiederholungen konnte ich das Ergebnis so nach und nach echt reproduzieren. Ich bin zwar noch nicht hundertprozentig in der Landung drin, aber das wird. Ich bin da echt schon weitergekommen, als ich dachte, der Gap ist so circa 2,5 Meter breit. Hat sich richtig angefühlt. Ja, Mann. Nach genug Wiederholung merkt man dann auch so richtig, wenn es nicht so gut war und wann es gut war. Also so langsam, Wiederholung macht den Meister. Ja. Und wenn man es dann doch mal geschafft hat, darf man sich auch gerne freuen. Nicht wundern. So, und damit ihr jetzt mal die ganze Line sehen könnt, zeige ich euch jetzt mal die gesamte Line. Die ist nicht sonderlich lang, aber die ist echt schön gebaut. Ja, die beiden Felsen hier, das sind zwei Drops, die nehme ich mir mal für die Saison als Hausaufgabe mit. Also, hier habe ich noch ein paar Baustellen. Ja, der Sprung ist ca. 4 Meter lang und da habe ich mich einmal gepackt, deshalb lasse ich den nochmal. Weiter unten in der Line sind dann noch ein paar kleinere Absprünge drin, die ich vorher nicht gesehen habe, beziehungsweise ich bin sie nicht komplett bis zum Ende gefahren und da hat mir jetzt echt das Tempo gefehlt. Aber das nächste Mal werde ich die mitnehmen. Die waren jetzt nicht wirklich weiter oder schwieriger als der eine, an den ich jetzt intensiv geübt habe. Geht doch. Das wird dann noch. Ja, und da dieses Video jetzt knappe 4 Minuten erst lang geworden ist, dachte ich mir, zum 4 Minuten Video, ich würde da nicht draufklicken. Deshalb dachte ich mir, schneide ich von einem anderen Tag nochmal ein paar Abfahrten rein. Ich war also mit dem Paul unterwegs und da haben wir uns dann noch eine Abfahrt gegönnt, wo wir dann nochmal ein bisschen das Springen trainiert haben. Und er hat mich da freundlicherweise echt gut rübergezogen. Und das mit seinem Hardtail, echt Respekt. Bye.
glaube, das ist 9, oder? Wir hatten echt Glück, dass es nicht viel geregnet hat, weil diese Murmelbahn mit dem ganzen Laub und es war auch ganz schön ausgewaschen, das hätte bei nassen Verhältnissen schon rutschiger werden können. Auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren und haben uns einen Sprung vorgenommen, beziehungsweise der Paul hat mir einen Sprung gezeigt, den ich sag mal, auf meiner Hausaufgabenliste noch drauf habe. Na klar, fährt er das nochmal. Auch wenn es sich anders anhört, beim Sprung ist zum Glück nichts passiert. Es kam ein Baum wohl näher als gedacht. An den Tag habe ich den Sprung nicht gefühlt, aber den werde ich demnächst mal angehen. Stattdessen haben wir uns diesen Table vorgenommen und den bin ich jetzt ein paar Mal gefahren, um endlich mal in dieses Thema reinzukommen. Und da habe ich euch mal ein bisschen was zusammengeschnitten. In der Parallelmontage sieht man, dass bei mir noch ein bisschen das Aktive fehlt, aber ich komme zumindest in die Landung. Ja, nach dem ganzen Sprungtraining wollten wir eigentlich wieder hochfahren und noch einen Trail runterreißen, allerdings hat sich meine Schaltung verabschiedet und ich war gerade im kleinsten Ritzel drin. Ich konnte eigentlich gar nicht mehr hochtreten, das war mal nur ein Stückchen hochgeschoben und haben dann noch ein paar Trails gemacht. Deshalb, ja, jetzt hier noch ein paar Abfahrten zum Ausklang. Bevor es zwangsläufig zum Auto zurückging, um wieder nach Hause zu fahren, weil mit der Schaltung war echt nichts mehr vor Ort zu machen, haben wir noch einmal hochgeschoben und so einen kleinen Mini-Trail gefunden, der ein bisschen steinig, ein bisschen wurzlig ist und genau das ist, was ich liebe. Es war auch so ein bisschen Überraschung, weil man durch die Blätterdecke dort nicht so viel gesehen hat, aber es war echt schön. Jetzt noch nicht. Insgesamt finde ich, sieht man schon einen gewissen kleinen Fortschritt, auch wenn da noch viel Luft nach oben ist, aber bis 23 habe ich ja noch ein paar Tage Zeit und die Saison nächstes Jahr, wenn die Parks wieder aufmachen, soll schön werden. Nice. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wer mich mag, kann gerne abonnieren.